Welcome zurück zu GTA Online. Yeah. Ach so, wir fahren mal heute ein besonderes Event starten. Gucken, ob noch welche beitreten. Also, mal schauen. Ja, Facebook Challenge immer noch am Start, läuft immer noch. Ich versuche jetzt mal hier so, ja genau, so da will ich auch lang. Wir fahren jetzt mal zum Milibär, sag ich schon. Ja, mit unserem ultralauten V8 Chamäleon hier fahren wir jetzt zur Militärbasis und entern den Turm. Wir versuchen ihn einzunehmen. Natürlich dringen wir erstmal ein da, als wäre nichts, mit Lesters Hilfe. Aber da lassen wir es krachen. Ganz alleine bis jetzt. Ne, der Tim ist drin. Wir haben auch wieder ein bisschen Geld. Hat ganz lustig. Tja, Geldglitch auf der Xbox One kannst du eigentlich in eine Tonne kloppen. Klappt nicht so wirklich. Die einzigen, die es momentan so gibt, dauern so ultra lange, da wirst du bekloppt bei. Aber naja, ich habe eine ganze Garage auch leer geräumt mittlerweile. Wir haben jetzt wieder Platz für 10 Autos oder so. Das hat auch ein bisschen Geld reingespült. Boah, dieses Auto, ne? Einfach nur leise. Ist schon lustig irgendwie. Man hört nur so ein leichtes... Hört sich fast an wie so ein Grillenzirpen. Bestimmt mit Zirp-Elektronik angetrieben, das Fahrzeug. Kann ja lustig werden gleich. Wir haben, glaube ich, 2 oder 3 Minuten nur. Oder waren es sogar 4? Ich weiß nicht. Jedenfalls ist es nicht sehr viel Zeit. Bis dahin sollten wir oben sein. Sonst haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, wie gut bewacht der Turm ist. Ob da überhaupt welche drin sind, ist ja die Frage. Wir nehmen ja hier schon so ein leises Fahrzeug. Wir pirschen uns heran. So. Hoffentlich komme ich da überhaupt rüber. And all done. You're good. Ah, 3 Minuten. Wir legen los. Da ist der Turm, da ist auch schon der Cargo-Wop. Mit ein wenig Pech kriegen wir gleich so Tropfsensterne. Guten Tag. Für eine schnelle Flucht machen wir hier Trick 17. Guten Tag. Nur Personal, tut mir leid. Achtung. Heißt, da kommt ein bewaffneter Typ rein. Hier haben wir einen, ja, Raum, in dem die wohl Pläne besprechen und so. Aber wir wollen erstmal nach oben. Anschauen können wir, da sehen wir uns immer wieder. Ja, geht nur auf der Next Gen hier. Diesen Turm betreten. Keine Ahnung warum, naja. Soll mir recht sein. Ein Schrotflinte ist hier auf engem Raum vielleicht dann doch ganz nett. Müssten die erste Etage eigentlich gleich erreichen und checken erstmal aus, wie viel Widerstand uns erwartet. Ist unbedingt... Ja, ist nicht unbedingt kleiner Turm, also dauert schon eine Weile, hier hochzukommen. Oh mein Gott!
Lauf, 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 der Onkel stimmt den Turm, Alter, was? Oh, immer diese Fails bei der Physik. Alter, wie hoch ist dieser Turm noch? So, hier haben wir einen Kandidaten und noch einen. Und oben. Die tun mir jetzt schon leid, aber naja. Hallöchen, Sergeant. Onkel meldet sich zum Dienst. Kamerad! Tut mir leid, Freunde. Ich hab gar kein Licht hier dran. Die Musik geht einfach los. Ach, sind die Dinger kugelsicher? Ist ja langweilig. Nein. Ich dachte, ich kann hier rausschießen. Ja, wie es aussieht, kann uns hier drin keiner was, außer die, die hochkommen. Huch! Bin ich jetzt erschrocken. Ja, was denn jetzt? Wollen die mich hier hochkommen? Viel lustiger, wie sie zu entkommen. Scheiße, das ist wirklich kugelsicher. So, sollen wir mal ruhig hochkommen. Claymore ist gelegt. Den haben wir ausgenockt, ne? Falls er wieder wach wird. Hier scheint alles kugelsicher zu sein. Das ist ja mal übelst fail. Kacke, ich dachte, ich kann hier mal ein paar Hubschrauber schön abschießen. Hm. Hallo. Guck mal, Panzer. Huch, hier, hallo, schieß doch mal hier hoch, ey. Ist aber auch nicht gut, wenn uns hier die Panzerbarre, ja, belagern. Ist der Anfang vom Ende, der Anfang der Zombie-Apokalypse. Kommen ja noch nicht mal die Pfeifen da unten hoch. War so klar. Hm. Ist auch ein gutes Training für die Banküberfälle. Die sind wahrscheinlich einfach nur zu faul. Ist auch kugelsicher, ist doch nicht mehr wahr hier. Hm. Ja. Toll. Das ist doof. Das Einzige, was wir hier machen können, wäre den ganzen Turm in die Luft jagen. Aber die Knickpunkte kenne ich nicht von dem Turm.
Das nenne ich Militär, echt. Weißt du, rennt einer, läuft einer Amok, könnte man schon fast sagen. Und die bleiben da unten, weil die zu faul sind oder was? Ein paar Stufen zu gehen. Tja, ist doch ganz gemütlich hier. Man ist hier sicherer als draußen. Selbst mit Stern. Ah! Und los werden wir die sowieso nicht. Spannend, würde ich mal sagen. Wir können uns höchstens unten verbarrikadieren. Da kommt wenigstens Nachschub. Ja, dann wollen wir uns hier mal banküberfallhaft nach unten begeben. Alter, warum? Ja. Ja. Müssen wir nur lebend runterkommen. Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Das ist irgendwie interessant. Sterben wir oder sterben wir nicht? Ja, ich übertreib's ja auch direkt für mein persönliches Training. Ich lege mich direkt mit dem Militär an, warum auch nicht. Wir werden sowieso gleich vom Panzer abgeschossen, falls wir versuchen, mit dem Fahrzeug zu fliehen. Aber naja, Versuch macht klug. Wir bräuchten jetzt eigentlich Luftunterstützung von Crewmitgliedern. Aber daraus wird heute Abend, glaube ich, nichts. Vor allem, weil wir nur Tim als Verstärkung gerade haben. So, wir sind gleich unten. Nein! Mein Fahrzeug! Ei! Scheiße! Boah, Leute, jetzt wird's extra spannend. Und es brennt. So wagen die sich wenigstens nicht direkt rein.
Fail ist jetzt ein Panzer. Und ich sehe einen Panzer. Warum hupt der? Fette Rauchgranate wäre jetzt praktisch. Scheiße, Alter. Wir brauchen Verstärkung irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich hier ihn die Stellung halten lassen kann. San Sebastian. Meteorbogen und Skills hätten wir noch. Ich versuch mal. Ich kann nicht anrufen. Fuck. Der hat mich so getroffen. Ja, ja, ja. Wie soll ich denn das überleben? Gut, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Es geht spannend weiter. Ich bin mal gespannt, ob wir hier lebend rauskommen. So einen Ernstfall habe ich ehrlich gesagt noch nie gehabt. Da habe ich mir wieder eine Scheiße eingebrockt. Gut. Fuck. Ich habe mehr Schiss vor den Panzern momentan. Die stellen das größte Problem da. Okay, Freunde, bis zur nächsten Folge. Ich schaff das schon irgendwie.